Guten Morgen, wir haben wieder typisches Herbstwetter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie spät es ist. Ich glaube so kurz vor 9. Muss ich gleich mal im Auto gucken. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Smart und werde jetzt einkaufen gehen. Ich will mit dem Smart fahren, weil es einfach ein schöneres Fahrgefühl ist. Ich habe mein Leergut dabei. Ich werde jetzt also gleich zu Lidl düsen. Ja, also wie gesagt, ich habe ein T-Shirt an, aber es ist schon ein bisschen frisch. Es ist echt so ein bisschen Herbstwetter. Aber ich mag ja den Herbst, deswegen habe ich da eigentlich, solange es nicht regnet, eigentlich gar keine Probleme mit. Und ich habe ja gestern auch schon die erste... da war eine Fliege bei mir. Die erste neue Lichterkette aufgebaut an meinem Spiegel, so eine pinke. Und die finde ich halt total süß. Und ja, so, ich gucke mal, wie spät es ist. 8:59 Uhr, die sage ich doch kurz vor 9. Ja, ich gehe jetzt einkaufen und Mia und Koya haben sich ein paar Sachen gewünscht. Die muss ich dann holen. Und wir haben ja morgen unseren Hochzeitstag. Und ja, andere Paare gehen vielleicht essen oder so. Bei uns ist ja alles ein bisschen schwieriger mit zwei Kindern und so. Und ich will meinen Eltern jetzt auch nicht die beiden Kinder aufdrängen oder sowas. Oder ja, es ist ja, also Ben kann ja schon ein bisschen anstrengend sein. Mia ist ja schon ein bisschen älter einfach und die ist gerne mal bei Omi und spielt dann was. Aber Ben ist halt schon so auf eine längere Dauer halt ein bisschen anstrengender, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, wir essen einfach zu Hause irgendwas Leckeres und ja, werden uns irgendwas Leckeres holen. So, weiß ich nicht, so Mozzarella-Sticks oder sowas einfach, wo wir uns dann morgen Abend vom Fernseher setzen können und das essen können, ja. Und dann muss ich auch noch mehr Brot und sowas einkaufen, weil Ben ja quasi ab Montag in die Krippe geht. Und ja, dann auch mal ein Brot noch mitbekommt. Und ja, also es muss alles ein bisschen besser organisiert werden. Aber ich gehe jetzt als allererstes einkaufen und dann drehe ich euch zu Hause dann irgendwann ein Haul ab, den ihr dann wahrscheinlich schon gesehen habt. Weil der kommt ja immer sonntags. Genau, ich mache das jetzt erstmal und wir sehen uns später nochmal. So, das habe ich jetzt alles eingekauft. Und das habe ich eingekauft und ja, ich würde sagen, es passt rein. Ich habe 135 Euro ausgegeben, also eine Menge. Freut euch auf den Haul, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und ich bringe jetzt erstmal den Einkaufswagen weg und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Wir bringen jetzt den kleinen Dicken ins Bett. Der ist nämlich müde und der große Dicke ist nämlich krank. Erzähl mal, was du hast. Hm? Keine Ahnung, was macht das? Männergrippe. Mhm. Nein. Der hat Schnupfen. Was hat? Der kleine Wassermann hast du angemacht? Hm? Was machst du denn hier in deinem Zimmerchen? Ich habe gerade gar nichts gemacht. Du hast gar nichts gemacht. Wenn Mia sagt, sie hat gar nichts gemacht, muss ich gucken, ob die Wände noch stehen. Ja, hör mal schön, der Wassermann, ne? So, wir bringen jetzt Ben jedenfalls ins Bett. Zum Mittagsschlaf. Ich muss mal kurz gucken, wie spät es ist. Es ist 20 nach 12, ne? Ne, 20 vor 12. Spiegelverkehrt gucken ist nicht so gut. Guckt noch mal, euch nochmal meine Lichterkette an. Ich finde die so toll. Sieht das nicht geil aus? Also Koya sagt, es geht so. Kann ich gar nicht verstehen. Tussi like. Ja, Ben geht jetzt ins Bett und dem Koya mache ich jetzt eine heiße Badewanne mit Eukalyptusbad oder sowas. Keine Ahnung, wie heißt das? Ein Kräuterbad. Kräuterkurbad Eukalyptus. So, weil er ist ja erkältet. Dann habe ich gesagt, ja, dann. Er fühlt sich halt so schlapp und kalt. Und mir war gestern aber auch kalt und so. Es ist halt irgendwie total so Herbstwetter. Und deswegen mache ich mir jetzt eine Badewanne. Und dann kann er so ein bisschen sein komisches Rennspiel in der Badewanne spielen und sich ein bisschen entspannen. Und ich werde in der Zeit jetzt den Vlog schneiden. So, Koya ist jetzt in der Badewanne. Baby Ben ist versorgt, Mia ist versorgt. Jetzt kann ich gleich Video schneiden. Ich werde mir jetzt aber erstmal einen Tee machen. Und zwar habe ich ja von der lieben Conny einen Sanddorn-Tee bekommen. Den ich ja noch nie ausprobiert. Also ich kannte Sanddorn vorher gar nicht. Und jetzt muss ich erstmal meine Tee-Dinger da, diese Teebeutel, wie heißen die? Filter finden. Und dann werde ich mir erstmal einen schönen Sanddorn-Tee machen. So sieht es übrigens in meinem Teeschrank aus. Ich habe eben gerade noch, das habe ich da bei Koya hingelegt, da einen so ein Ding gefunden, wo Kaffeepads drin waren von unserer alten Senseo. Das kann er mitnehmen in zur Arbeit. Und ich finde meine Teefilter nicht. Ich weiß noch, dass ich welche hatte. Hier hatte ich auch noch irgendwas
so gefiltert, aber ich weiß nicht mal, wo die sind. Aber ich habe noch Kaffeefilter gefunden und ich werde das jetzt mal mit Kaffeefilter mal probieren. Ja, ich glaube, ich sollte mir neue Teefilter suchen. Genau. Und jetzt muss ich erstmal den Tee hier wieder reinräumen. Das ist hier noch so ein Babyschlaftee. Hier habe ich übrigens auch noch Folsäure aktiv. Ich glaube, da habe ich mal eine Tablette genommen in der Schwangerschaft. Mir ging es ja nicht so gut und deswegen konnte ich eigentlich auch keine Tabletten nehmen. Ich habe ja alles wieder ausgebrochen. Und ja, den Tee werde ich mir jetzt mal machen. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Also Koya ist jetzt aus der Badewanne draußen und ist immer noch ein bisschen nölig. Er hat sogar Bommelsocken an. Also Bommel ist seine Oma. Die strickt ihm immer Socken. Und wenn er krank ist, zieht er Bommelsocken an. Guck mal, wie er grinst. Da schämt sich ein bisschen. Und mein Rumi, nee, da schäme ich mich gar nicht. Nein. Und wir, er zieht die nämlich auch mit seinem Latschen an, ne? Also, natürlich. Das sieht ganz schlimm aus. Das sieht noch schlimmer aus als normale Latschen. Wir kuscheln uns jetzt aufs Sofa. Er will das Fenster aber nicht zumachen. Das ist immer noch offen da. Frische Luft. Wegen frischer Luft. Deswegen kriegt er auch nichts von meiner Decke ab. Bei mir ist nämlich voll kalt. Ich esse jetzt nämlich noch eine riesen Portion Salat. Ich krieg nichts ab. Cool, er kriegt nichts ab. Ich habe gehört, Vitamine sollen gar nicht gut sein, wenn man, wenn man krank ist, ne? Deswegen esse ich die den ganzen. Hatte gar nicht. Her, lass es. Deswegen esse ich so einen riesengroßen Salat. Eisbergsalat, Gurke, Mais und Kichererbsen. Liebling, lass es doch mal. Ich mag mal dieser Futterneid, das nervt mich. Ja, gibst du mir was ab? Mach dir doch einen eigenen Salat. Mach du mir doch einen. Na, der juckt. Wir gucken mach jetzt eine Folge Monk und genießen es, dass es Ben noch schläft. Es ist DFB-Pokal am Wochenende. Er schläft ungefähr noch eine halbe Stunde. Das heißt, morgen spielt 96 und das gucke ich auch. Und um 15:30 heute gucke ich auch Fußball. Ich mache ein DFB-Pokal-Chill-Wochenende. Morgen ist unser Hochzeitstag, morgen wird kein Fußball geguckt. Dann muss ich mich heute noch scheiden lassen, wenn ich morgen ja, also wir gucken jetzt erstmal morgen. Und ich bin schon wieder im Auto, diesmal aber mit der Mia zusammen. Ne? Nicht so schmatzen, die hat schon ihr Kaugummi im Mund. Ich habe meins extra noch nicht im Mund genommen. Das esse ich gleich, wenn ich fertig bin mit euch hier mit dem Quatschen. Wir haben jetzt gerade bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen rumgesucht, weil ich noch einen Schlafsack brauche für Ben. Also er hat ja einen Schlafsack, aber er braucht noch einen für die Krippe. Und da habe ich jetzt einen gefunden für 3 Euro. Den nehme ich gleich mit. Den fahren wir jetzt schnell hin, da brauchen wir ungefähr so 10 Minuten hin. Und hier haben wir noch andere Sachen. Ich glaube, es hat angefangen zu regnen oder so. Andere Sachen in Bens Größe. Ich habe extra so ein paar Vergleichssachen mitgebracht, welche die ihm gerade passen. Ich will halt eine Nummer größer irgendwie holen, weil jede Größe fällt ja anders aus. Und dann habe ich eben gerade noch ein paar Sachen von uns zusammengesucht. Dieser Spielbogen, dieser Rainforest von Fisher-Price, ne, den Ben mal hatte. Den habe ich quasi so gut wie verkauft. Ich habe ihn reingestellt und hat jetzt jemand gesagt, dass er den haben will. Müssen wir halt noch gucken, ob der jetzt das wirklich das Geld, weil der will das zugeschickt haben. Und ob die mir dann halt das Geld überweisen oder per PayPal oder wie auch immer. Schauen wir gleich nochmal nach. Ansonsten habe ich den halt auch verkauft. Und wenn ich den nicht verkaufen sollte, wenn das jetzt doch nicht klappt, nehme ich das halt mit zum Babybazar, zu dem wir hingehen. Genau, und deswegen ist Koya jetzt mit Ben alleine. Mia wollte unbedingt mitkommen, ne? Was denn? Dein Hundi ist runtergefallen. Mias Hundi. Genau, und da fahren wir jetzt erstmal hin und schauen mal, ob es was geworden ist. Und wenn ja, dann zeige ich es euch gleich. Ja, vielleicht sollte ich auch auf den Aufnahmeknopf drücken. Ich habe die ganze Zeit schon gequatscht und nicht aufgenommen. Also, wir haben ein paar schöne Sachen gekauft. Wir sind 25 Euro losgewonnen. Aber ich habe hier zum Beispiel 2 Schlafsäcke und noch ein paar Nuckflaschen habe ich gekauft. Was habe ich noch gut? Ein, ja, ein Elefantenkostüm habe ich geholt. Ich hoffe, ihm passt. Das ist Größe 92. Im Moment wächst er ja nicht so doll. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ihm das ja, im Frühjahr noch passt. Das fand ich so süß, das musste ich einfach mitnehmen. Und ganz viele Strumpfhosen. Ich habe nämlich 8 Strumpfhosen gekauft. Und die habe ich jeweils für 1 Euro mitgenommen. Und bei, ich glaube bei H&M oder so. Ja, und bei H&M oder so kosten die 4 oder 5 Euro pro Stück. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich so ein Schnäppchen gemacht habe. Ich zeige euch nachher nochmal die Sachen. Oder vielleicht mache ich das auch in einem Haul. So ein Mini-Haul, zwischendurch einfach mal so ein Video. Wäre doch auch mal was Schönes. Hier steht unser Smart. Wir mussten ein bisschen weiter wegpacken, weil ich irgendwie den Eingang nicht gefunden habe. Aber wir fahren jetzt nach Hause. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder Mia? Mia hat gleich mit dem Jungen gespielt.
Und der Junge dann so, der ist irgendwie 3 und meinte dann so, kommst du mit in mein Zimmer? Und mir so, ja. Und geht einfach los. Und ich dann so, ja. Darfst du denn überhaupt? Ja. Und war ganz cool. Und ja, ich bin froh, dass ich auf jeden Fall Schlafsäcke habe, weil ich muss nämlich heute oder morgen alles zusammensuchen, was wir jetzt für die Krippe mitnehmen. Und ja, jetzt habe ich gleich 2 Schlafsäcke für 4 Euro. Hm? Ja. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause und dann melde ich mich nochmal bei euch. Stell dich nochmal hin. Mach dasselbe nochmal wie eben. Michel? Gut, super, super. Komm mal zum Papa. Noch einen Schritt, noch einen Schritt. Komm, komm, komm. Ben, komm mal her. So, ich bin jetzt endlich zu Hause. Ich war noch bei meiner Freundin. Mit mir und jetzt sind wir zu Hause und jetzt gibt es lecker Burger King. Und dann Burger King vorbeigefahren und dachte ich, mir ist gerade runtergeplumpst. Dachte ich mir, Mia, geh doch mal bitte da runter, dann fällt sie uns noch wieder runter. Ja, dann dachte ich mir, wir holen uns was von Burger King. Und es hat ein bisschen länger gedauert, die Rückfahrt, weil auf der anderen Seite hat ein Auto gebrannt, auf der B6. Und ja, Koya guckt jetzt Fußball und wir essen jetzt erstmal schön. So, ihr wollt ja bestimmt wissen, was es gibt. Also ich habe so Gutscheine gehabt und da hat man Big King und ein Whopper plus Pommes plus Getränk. Kriegt, ich glaube, für 7,50 Euro. Genau, Mia hat ihre Kinderbox da mit Chicken Nuggets. Und Fanta habe ich. Und Fanta. Koya hat genau das gleiche wie ich. Und dann habe ich hier nochmal extra 2 Cheeseburger, 2 Chicken Nuggets Burger Fans. Ja, doch nicht satt wird oder so. Und Mia hat noch einen kleinen Milchshake getrunken, der hat es im Auto getrunken. Ne? Der war auch für 99 Cent da im Angebot. Und jetzt essen wir erstmal. Guten Appetit! So, Leute, es ist jetzt 4 Uhr. Ja, Koya ist gerade nochmal aufgewacht und Ben ist aufgewacht. Weil, keine Ahnung, er Hunger hatte. Ja, Koya hat ihm jetzt nochmal eine Flasche gemacht, aber irgendwie kann ich jetzt nicht mehr richtig schlafen. Und ich will jetzt Fernsehen gucken. Ich habe irgendwie Bock jetzt Fernsehen zu gucken. Ich weiß auch nicht wieso. Koya ist unten hoch und spielt. Wo habe ich meine Decke gelassen? Da. Koya ist unten und spielt sein komisches Autorennspiel im Auto. Aber ich kann irgendwie nicht schlafen so und ja, Fernsehen gucken so. Also richtiges Fernsehen gucken habe ich auch keine Lust, sondern ich wollte jetzt auf Sky irgendwas gucken. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einfach hoch. Und ich habe auch gar keinen Schluss gedreht, das ist mir eingefallen. Und deswegen kommt jetzt der Schluss. Also Koya ist, tut das ganze Gesicht wie Koya hat immer Probleme mit den Nasennebenhöhlen. Gucken wir mal, wenn ich jetzt Licht aufmache, seht ihr mich noch? Ja. Also Koya hat immer Probleme mit den Nasennebenhöhlen und ihm drücken, also eben die Schwellen hier immer an. Weil er sowieso Nasenprobleme hat und schon tausendmal Nasennebenhöhlen hat. Hals-Nasen-Ohrenarzt war und der meinte halt, eigentlich muss er operiert werden, aber ja. Hat irgendwie immer nie so gepasst vom Timing her, das mit dem Operieren. Und deswegen schwellen die jetzt quasi an, die füllen sich dann halt quasi mit Eiter oder... sich, was da drin ist, keine Ahnung, und das drückt halt dann so runter. Und deswegen fühlt sich das auch teilweise, wenn man super Zahnschmerzen hat. Und irgendeine Seite ist auch immer dicker. Ich glaube, diese Seite, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht man das auch manchmal. Und ja, deswegen ist er jetzt auch ein bisschen schlaflos. Und ich sitze jetzt unten, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr gefunden. Ich lege mich jetzt aufs Sofa. Oh, ich muss das erstmal leer räumen. Ich hatte gerade einen Maxi-Cosi noch da stehen, weil ich habe den Bezug abgemacht und wollte den waschen. Ja. Ich werde mich jetzt aufs Sofa hauen und ein bisschen Monk oder sowas gucken, keine Ahnung. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Ist ja nicht mehr lange, aber ich hoffe, Ben lässt uns schlafen. Der hat ja gerade Milch bekommen, der schläft jetzt bestimmt 4 Stunden, 5, 6, 7 Stunden durch, keine Ahnung.
Und ich wünsche euch eine bessere Nacht als uns. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und wir sehen uns morgen früh wieder. Und heute, beziehungsweise heute früh, wenn ihr das nächste Video seht, ist unser Hochzeitstag. Und ja, ich bin gespannt, was Koya zu seinem Geschenk sagt. Ne? Kriegt er ja nachher. Genau. Wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Tschüss.